Einen wichtigen Vororttermin hatte die CSU Stadtmitte für den 16. August angesetzt. Unter der Überschrift CSU-Fraktion vor Ort ging es dabei um die historische Stadtmauer von Amberg. An Ostern waren etwa 10 Meter der Mauer eingestürzt. Hans-Georg Wiegel vom Hochbauamt erklärte nicht nur den Politikern, sondern auch den CSU-Mitgliedern den Stand der Dinge, auch im Hinblick auf eine Sanierung der Mauer. Dazu Fraktionschef Dieter Musemann. Die Amberger Stadtmauer war für die Amberger Bürger schon immer etwas ganz Wichtiges, also auch die ganzen Jahrhunderte durch. Und auch heute ist die Amberger Stadtmauer, wenn man mal an die touristische Vermarktung Ambergs denkt, natürlich immens wichtig. Und ich denke, wir als Amberger haben auch die Verpflichtung, die Mauer, die irgendwann im 14. Jahrhundert ihren Ursprung hat, auch heute weiterhin zu erhalten, zu sanieren, in Schuss zu halten. Und natürlich werden wir alles dran setzen, die Zwingermauer, die jetzt hier in einem Bereich eingestürzt ist, auch für die Nachwelt und für die Zukunft wieder in Ordnung zu bringen. Wir müssen natürlich jetzt mal abwägen, was gibt es im nächsten Haushalt alles für Maßnahmen, wo setzen wir die Prioritäten, was kann sofort gemacht werden, was muss möglicherweise noch über mehrere Jahre gestreckt werden. Aber wir werden ganz bestimmt die Stadtmauer dabei nicht vergessen. Großes Thema auch die Sperrung des Pionierstegs, eine wichtige Verbindung von der Stadtmitte heraus Richtung Eisbergviertel. Eine Verbindung, die schnell wieder geöffnet werden sollte, so die CSU Stadtmitte. Die erforderlichen Mittel sollte die Stadt hier zur Verfügung stellen. Der Pioniersteg ist, glaube ich, für die Bewohner des Eisbergs die Nummer 1 in der Verbindung zur Innenstadt. Jetzt im Moment hat man sperren müssen, da führt leider kein Weg dran vorbei. Aber für die CSU und für die Stadt generell, glaube ich, ist es der wichtigste Punkt, sehr schnell eine gute Planung auf die Füße zu stellen und dann nach der Winterpause möglichst rasch mit dem Aufbau eines neuen Stegs zu beginnen. Und ich glaube, die Bürger erwarten von uns zu Recht, dass hier keine Zeit verloren geht, denn die Lebensader Nummer 1 zwischen Eisberg und Innenstadt muss so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Nach jetzigem Stand der Dinge wird es aber mindestens Sommer kommenden Jahres werden, bis der Steg wieder geöffnet werden kann.